Scheinbar bis zu 50 Grad Steilheit, diese Rinne. Jawohl! Jo Leute, Servus und willkommen zu diesem Video. Heute sind wir wieder unterwegs, die ganze Crew. Die Pinky ist da gerade unten, macht sie ready. Ich bin auch schon ready. Und da unten ist der Pip Michi von Contours Kids, von wo wir unsere Fälle haben. Mit der Hanna und der Matthias ist auch noch dabei. Wir machen heute ganz eine coole Tour, was Steils. Die Mandelkugelschlucht im wunderschönen Gosau kam einfahrt, ca. 50 Grad steil. Viel Spaß, kommt's mit. Jawohl, Gosau, come, welcome back. Here we go! Nächste Zeit für ein paar Steilrinner. Gewaltig! Habe ich die Ehre. Beste Unterlage für Fälle, wo gibt. Der Galilli. Bitte mal. Sag mal, wie ihr denn hier? Aus Gosau, bitte sehr. Hey! Wahnsinn, das sieht ja draußen. Ne? So viel Schnee haben wir in Lunga im Juni auch, können wir da auch einen Skitag her. Franz, was sagst du, war das was? Im Lunga im Juni ein Skitag, perfekt. Ja, weil. Südseitig, gell? Ja. Südseitig, mehr Schnee, vielleicht nicht mehr. Ah, einfach mal Traum. Allerdings. Wir brauchen die Schiene dran. Ja, Schnee ohne Ende. Wir sind jetzt mittlerweile mitten in der Schlucht herinner. Da unten war der Zustieg. Wird immer steiler da rauf, noch geht alles so gut mit Ski. Und da oben schauen wir dann, wie wir rauskommen. Richtig lässig. Hey Matthias, lass mich jetzt vorgehen, weil der ist mit dem Split unterwegs und vor uns sind zwar schon zwei aufgegangen, aber die sind nur mit 75er Ski oder was unterwegs gewesen und da kannst du mit dem Split natürlich nichts anfangen. Aber so elegant ist der Deppert. Nein, eleganter war es jetzt aber nicht mehr gegangen. Steiler wird es da immer. Scheinbar bis zu 50 Grad Steilheit, diese Rinne. Spitzkernmassaker, bist du deppert. Alter, da ist heute Pulver bis zur Nase. Ein Wahnsinn, gewaltig. Da seht ihr die berühmt-berüchtigte Neumann-Spitzkehre. So.
Jetzt geht es den Ausstieg zu. Chris, du hast vorher gemessen und das Ergebnis hat gesagt 48 Grad, gell? Und es stimmt. Also so steil hätte ich es nicht eingeschätzt, aber über 40 da definitiv. Jetzt werden wir euch ansagen. Also eine Steilrin gibt einen knackigen Arsch, merkt euch das. Oder? Ja, das ist die Erklärung, warum wir so gescheite Wadeln und so einen Knackarsch haben. Jawohl. Die gibt es nur bei alpinen Momente. Ja. Da oben schreit einer. Halt da einer. Im Gesäß ist nice. Also wir sind im Gos angekommen. Vielleicht finden wir ein paar Schnecken. Ja! Jawohl! Gewaltig! Juhu! Der Durchstieg ist geglückt. Jetzt sind alle einhängen und bitte füllen. Zusammenbauen. Und auf die Tür diesmal. Da sitzt eine. Servus, was machst denn du da? Ich bin mit dem Lift aufgefahren. Ich bin da an einer Spur nachgegangen. Da drüben geht die Gondel auf. Das ist ganz schön blöd, he? Ja. Ja. Da ist ja noch einer. Wir müssen in der Fuhr sonst zum Bett kommen, oder? Scheiße. Ja, du eh da. Jawohl! Es ist gegangen! Jawohl! Und drüben wieder rein! Ja, zack, oh, lecker! Du Bianca? Ja? Ein Gentleman, den nur eine Lady ist, Splitbar da. Ja, genau. Und kann er so einer harten Sau wie mir? Nein! Da. Das wollte ich hören. Der Kerl! Ja, wir sind da jetzt noch herum bei der Mandl-Kobelschorten oder wie auch immer das die heißt. Darauf geht es dann auf den Mandl-Kobel. Da sind wir raufgekommen. Da geht die Abfahrt dann alle. Und geiles, gell? Super. Super. Keine Sorge, was. Voll geil. Ja, Bergheil da vor der Mandl-Kobelschorten. Da fahren wir wieder runter. Jo! Motherfucker! Go, 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 go! Lass mal noch einen Pulver über! Ah, der fährt bis zu Deck, was geiler Scheiß. Und hecht! Go, go, go! Kid for my wins, I need my ends. This life is real, and they pretend. Came off the bench, I get it in. You should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bane roll, on the go. Ice wall, ice wall, ice wall. Came for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. So I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. We trust the process, and my only know it takes time. You can get it,
Got no worries, I'm gon' make mine. Going global, I'ma get it out the state lines. Paying taxes at a more than what you may not. Different bracket, eating off a different plate now. Here for my wins, I need my ends. This life is real, don't play pretend. Came off the bench, I get it in. Here for my wins, I need my ends. Jetzt kommen wir, das Raubtier auf zwei Skiern. Platz, trocken. 3, 2, 1. Woo!
das jetzt kalt? Na dann war das. War das für die ganze Zeit mal Zeit für das Raubtier? Aggressive Alpine Ski. Ja, also ich bin in der Zwischenzeit wieder gut heimgekommen. Was soll ich zu der Tour sagen? Ca. 1200 Höhenmeter hat sie und laut Alpintouren kam der Ausstieg ca. 50 Grad steil. Wir haben uns bei einem Pulverschnee erwischt. Jetzt war es relativ angenehm zum Fahren und es ist sogar möglich gewesen, mit den Ski oben auszusteigen bei der Wächten. Wenn weniger Pulver liegt, ist sicherlich um einiges anspruchsvoller zum Gehen und zum Fahren, wie es bei uns der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz sind die Rinnen im Gosakam nicht zu unterschätzen und sollten wirklich nur von erfahrenen Skitourengehern begangen werden. Alle Informationen, die ihr zu der Tour braucht, findet ihr im Internet. Einfach recherchieren. Wenn es gestimmt hat, dann war es die Mandl-Kogelschlucht. Uns hat es extrem gut gefallen. Wir haben einen Mörder-Gaudi gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben da lassen. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, unbedingt den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. In dem Sinn, passt auf euch auf, bergheil, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.